Wer seinen Frust schon lange einmal auf friedliche Weise loswerden wollte, hatte Samstag, den 4. April in der Wiener Hofburg die perfekte Gelegenheit dazu. Bei der weltweit größten Kissenschlacht, an der sich neben Wien noch rund 100 weitere Städte beteiligten, warfen sich die Teilnehmer die Polster so lange um die Ohren, bis die Federn flogen. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, galten strenge Regeln. So durfte man etwa nur auf Leute losgehen, die selbst einen Polster dabei hatten, und am Ende musste jeder seinen Mist selbst wegräumen. Die Exekutive ließ sich von der Aktion wenig beeindrucken, lediglich ein Uniformierter war anwesend und selbst das schien eher Zufall zu sein.